Hallo, guten Morgen. Hier ist die Ute, die Easy Clean Queen aus der Küche, aus ihrer eigenen Küche. Ich will dich nämlich heute in meinem Live mitnehmen und dir zeigen, wie ich Dussel es mal wieder schaffe, meinen Topf sauber zu bekommen. Guck mal hier, ich Dussel hab natürlich mal wieder die Gemüsesuppe diesmal anbrennen lassen. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mit meinem Induktionsherd nicht zufrieden bin oder nicht zurechtkomme oder ich einfach zu doof bin, wie man ja hier an dem Topf sieht. Und ich wollte Gemüsesuppe am Wochenende aufwärmen und ratzifatzi ist sie mir wieder angebrannt. Aber ich habe ja die Mikropaste und ich will euch zeigen, wie toll die Mikropaste dir beim Geschirr abwaschen helfen kann. Wir haben ja die Pastenwochen. Ja, diese Woche ist die letzte. Also wir hatten letzte Woche schon das Thema Mikropaste. Und du weißt, die Mikropaste hilft dir, ja, den Einstieg in das chemiefreie Putzen zu erleichtern, weil sie nämlich an die 70 Reinigungsmittel ersetzt. Und gerade in der Küche hat ja Chemie nichts zu suchen, meine Lieben. Wir haben ja hier mit Lebensmitteln zu tun. Ja, wir müssen Lebensmittel reinigen, zubereiten. Wir haben hier ein Schneidbrett, wir haben hier eine Arbeitsplatte. Und da sprüht man einfach nicht mit chemischen Reinigungsmitteln rum. Ja, da bin ich ein Verfechter. Und ich möchte ja, dass so viele Menschen wie möglich verstehen, dass ihr das eben nicht braucht, ja, dass kein Reinigungsmittel auf der Welt, was ihr im Discounter oder in den Drogeriemärkten bekommt, sauber macht, sondern die hinterlassen alle einen Film auf der Oberfläche. Und ja, jetzt geht wieder meine Kaffeemaschine aus, wie immer, wie so oft in meinen Lives. Ah, das vergesse ich auch. Ich denke ans Mikro, ich denke ans Licht, aber an die Kaffeemaschine, da denke ich natürlich nicht. Aber das erinnert mich daran, mal einen Schluck zu nehmen, damit ich noch mal ein bisschen wacher werde. So. Also, wie ihr seht, ich bin hier in meiner Küche und nehme euch jetzt hier mit. Und wenn ich hier auf die Seite gucke, zur Seite gucke, dann wundert euch nicht, hier steht mein Laptop. Da kriege ich das Bild angezeigt. Ich bin ja alleine hier in der Küche. Wenn ihr Fragen habt, meine Lieben, dann stellt ihr mir die gerne. Ja, ihr könnt die einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ich es nicht sofort lesen kann, weil ich jetzt hier aufwasche, dann lese ich sie später. Ja, oder schreibt mir doch mal, wie ihr aufwascht zu Hause. Wie macht ihr das denn? Was nehmt ihr zum Aufwaschen? Natürlich, die Mikropaste ersetzt nicht das Spüli. Das ist klar, also ein Spülmittel braucht man immer noch zum Aufwaschen des Geschirrs, aber zumindest schafft die Mikropaste solche hartnäckigen Verkrustungen, hätte ich gleich gesagt, solche Pünktchen, die kennt ihr alle. Muss mal gucken, ob ihr das hier seht, wenn man so eine Pfanne hat, ja, oder hier den Rand, wenn das so angebrannt ist. Das werde ich euch mal zeigen, wie ich die sauber bekomme. Und die hier ist beschichtet. Auch das funktioniert, dass man das mit der Mikropaste ganz vorsichtig sauber bekommt. Und dann habe ich hier noch eine Hardcore-Verschmutzung, meinen Thermomix. Ich habe Waffeln gebacken am Wochenende. Und da hängt hier der Teig dran. Das habe ich extra mal antrocknen lassen, damit ihr seht, wie effektiv die Mikropaste eben auch bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen kann. So, meine Lieben, wir machen uns als erstes mal an diesen Topf hier. Ich habe ihn schon einweichen lassen, das ist gestern passiert. Das ist natürlich immer klar, wenn man so eine Verschmutzung hier hat, so was angebrannt ist, dann sollte man das immer einweichen in heißem Wasser. Da kann dir auch das Multistart tatsächlich helfen, muss aber nicht sein, indem man einfach mal
die Verschmutzung hier mit 2-3 Stößen Multis da einsprüht, dann weicht das auch schon mal auf. Aber wenn man das über Nacht, wenn man die Zeit hat, über Nacht das einzuweichen oder dich das nicht stört, dass der Topf hier über Nacht in der Küche steht, dann brauchst du auch das nicht. Also das geht auch mit Wasser. So, auf jeden Fall habe ich das schon mal eingeweicht und da gehe ich natürlich wieder mit meinem goldenen Schwämmchen jetzt hier dran und auch nicht mit meinen tollen Tüchern, sondern dann benutze ich meine tolle Spülbürste. Die ist auch sehr, sehr hilfreich und ihr wisst ja, in meinem Shop kriegt ihr ja nur die Dinge, die euch helfen bei der Hausarbeit. Die ist von Wican, die ist tatsächlich nicht von ACT, aber was mir so gut gefallen hat, ist an dieser Bürste die schrägen Borsten und diese Kante hier oben. Ich muss mal gucken, dass ich es ruhig halte und fokussiere. Hier ist so eine Kratzkante hier oben dran. Die ist total hilfreich, wenn Sachen angebrannt sind. Und was ich noch toll finde, ist dadurch, dass die Borsten nicht nur schräg, ich muss nochmal fokussieren, nicht nur schräg angeordnet sind, auch nach vorne schräg, seht ihr hier, sondern man kann auch die ganz einfach abspülen. Ja, die sind also nicht so eng. Warum fokussiert er mir das jetzt hier nicht? Ich muss ein bisschen weiter weghalten. Das ist keine neue Bürste, die habe ich schon oft gebraucht, aber die lässt sich halt einfach schön abspülen. Ja, jetzt hatte ich es mal gerade. So lange braucht er. Okay, also abgeschrägte Borsten und hier vorne die Kratzkante, die ist eben super. Und jetzt sieht man es gut. Die Borsten sind in Bündel angenäht und dadurch lässt sie sich super reinigen. So, also ich gehe jetzt hier in diesen Topf rein. Jetzt kann ich natürlich nicht euch zeigen, so von oben, wie das von oben funktioniert, aber ich werde euch zwischendurch mal den Topf zeigen. Und zwar ist das eben auch super mit dieser Kratzkante. Die hinterlässt auch keine Kratzer natürlich, ne? Das ist Kunststoff. Und hier kann ich das mal richtig abkratzen. Oh Mann, wie fürchterlich. Das Schlimme war auch noch natürlich, durch das Angebrannte hat natürlich die Suppe nicht mehr geschmeckt. Ja? Die konnte ich dann also da quasi komplett vergessen. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt an der Haustür geblieben hat, aber gut, der hat Pech gehabt. So, meine Lieben, einfach mal abspülen. So. Gut, jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus, gell? Aber trotzdem noch ganz schön hardcore. So, und jetzt geht es mit der Mikropaste weiter und dem goldenen Schwämmchen. Das goldene Schwämmchen ist für mich genauso wie die Mikropaste, gehören die beiden Sachen in die Küche. Das ist einfach. Es hat schon wieder geklingelt und bringt mich vollkommen aus dem Konzept. Also die Mikropaste und das goldene Schwämmchen gehört für mich in die Küche genauso wie Spülmittel. Darauf kann man nicht verzichten, das ist klar. Aber die Mikropaste hilft dir so viel in der Küche und zum Beispiel eben auch den angekneisterten Schmutz. Ja? Und ihr habt gesehen, ich mache das Schwämmchen nass, fahre hier 2-3 Mal drüber und dann fange ich einfach an zu schrubben. Normalerweise bin ich jetzt hier in der Spüle drin, aber ich stelle mich mal hier hin, damit ihr das vielleicht besser seht. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr mich hört. Die Übertragung okay ist. So, ich schrubbe jetzt einfach wie wild hier los und muss da gar nicht noch mal in die Mikropaste rein. Da habe ich so ein Gespür für. Das lernt man ganz schnell, wie sich das so ein bisschen aufschäumt und natürlich verteilt im Topf. Und dann kann ich, solange ich die Mikropaste sehe, einfach mit dem Schwämmchen weiterschrubben. Ja? Man kann auch mal einen Moment warten, dass das noch mal einweicht.
den Fall braucht ihr da gar nicht viel. Ich bin da zwei, dreimal über die Mikropaste drüber. So, dann spüle ich das mal auf. Ihr braucht da nicht viel Wasser. Und dann seht ihr schon, ist schon besser geworden, gell? Nur die Seite noch, die mache ich jetzt noch sauber. Kleide dann einfach nochmal über die Mikropaste ein-, zweimal drüber. Hab dann nur so viel hier am Schwamm und putze nochmal weiter. Auch der Schwamm, der verursacht keine Kratzer. Das geht wunderbar alles ab. So, das ist natürlich eine Schrupperei. Dummheit muss bestraft werden. Das ärgert mich immer so, ihr Lieben. Das könnt ihr mir nicht glauben. Und ich hab ja vorher, bevor ich die Küche hier hatte, einen normalen Herd und 30 Jahre AMC-Töpfe. Und die haben natürlich nicht mehr bei Induktion funktioniert. Die habe ich dann meiner Nichte geschenkt. Die freut sich jetzt und ich denke mir, oh nein. Jeder hat mir gesagt, schaff dir Induktion an. Das ist besser als alles, was es gibt. Aber ich komme einfach mit dieser Methodik nicht zurande. So. Ich kann dann auch mal außenrum hier mit dem Schwämmchen, ja. Und hier bei dem Topf brauche ich auch überhaupt nicht kein Spülmittel mehr. So. Und das sieht ja schon mal toll aus, oder? So. Das reicht mir auch schon. Und dann kann ich gleich mit meinem Geschirrtuch, mit meinem tollen abtrocknen. Und fertig ist der. Fertig ist der Topf da ganz toll hier. Leute, hier erlebt ihr was in meinem Live. Klasse. So. Alles sauber. So. Gut. Und nun gehen wir mal an meinen Thermomix, meinen Topf. Da habe ich ja eben schon gesagt, wir haben Waffeln gebacken und ich habe den Teig mal antrocknen lassen. Und ihr seht hier unten hatte ich Wasser, da habe ich es eingeweicht und hier oben habe ich es einfach nochmal antrocknen lassen. Auch das geht wunderbar, auch hier wieder einfach, das Schwämmchen ist, habe ich ja ausgespült, ja. Ich fahre hier ein-, zweimal über die Mikropaste drüber und fange einfach an zu schrubben, ja. Und das finde ich auch klasse, hier der Thermomix, der hat ja hier so Rillen, weiß ich nicht, wie man dazu sagt. Und da komme ich auch mit dem Schwämmchen super da rein, ja. So, und dann gehe ich hier einmal rum. Ich muss wieder hier rein, weil da kommt Wasser raus. Dann gehe ich einfach einmal hier rum. Und dann sehe ich auch, wenn das Wasser, also das ist ja jetzt hier weiß, gell, da drin. Das ist die Mikropaste. Und das reift mir schon aus. Da gehe ich einfach nur mal da rein mit dem Schwämmchen in diese Pfütze. Und ach, das ist hier so doof, so laut. und wische hier einfach nochmal, tunke den Schwamm einfach nochmal in die Pfütze und wische dann hier einfach nochmal weiter. So, auch das löst sich alles wunderbar. Natürlich hätte ich es mir jetzt einfacher machen können, bis das Wasser bis oben hin. Ja, mein Thermomix hat auch einen Spülgang, das weiß ich auch alles. Aber ich wollte euch das ja zeigen, wie einfach alles sauber zu machen ist, auch hartnäckigen Schmutz, der angetrocknet ist, angeklebt oder fettiges, das ist eben einfach wunderbar mit der Mikropaste und dem goldenen Schwämmchen zu lösen, ja. Ich brauche nicht diesen fürchterlichen Fettlöser, ihr Lieben. Kauft euch bitte keinen Fettlöser, das ist die pure Chemie und die hat einfach nichts zu suchen hier in unseren Haushalten, ja.
Da wird viel zu unbedacht mit umgegangen. Ja? Ihr braucht diese Sprays nicht. Die machen euch viel mehr kaputt und auch euren Körper kaputt. Und wenn ich denke, man sprüht hier jetzt mit Fettlöser ein, da gehen ja auch die Tröpfchen überall woanders hin, ja? Und das muss alles nicht sein, meine Lieben. Die Mikropaste ist aus 100% natürlichen Zutaten, ja? Und die ist so sparsam. Ihr seht, wie wenig ich brauche, um hier den Topf sauber zu bekommen. Guckt mal. Ja, alles sauber. So. Dann haben wir noch die Pfanne. Und hier hatte ich ja eben schon gezeigt. Hier habe ich diese Pünktchen an der Pfanne. Ja, die kennt ihr alle bei Töpfen oder unten drunter sieht man die auch. Ja, das schafft die Mikropaste wunderbar. Und hier habe ich eine Teflon-beschichtete Pfanne, übrigens, das ist die Hensler-Pfanne. Ich habe noch nie so eine gute Pfanne gehabt, ihr Lieben. Die ist super, die kann ich euch nur empfehlen. Die hat so ein Wabenmuster und die leitet die Wärme total klasse. Alles wird super da drin gebraten. So, und hier gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Die Innenfläche hier, die putze ich lieber mit einem Tuch. Weil das ist mir doch zu kritisch. Aber hier der äußere Rand, wo diese Fettspritzer sind, die mache ich auch mit dem Schwämmchen. Und zwar ausspülen wieder, wenn ihr anfangt. Ja. Dann wieder ein-, zweimal hier drüber, vielleicht dreimal, dass das so aussieht. Ja, nur so hier oben, nicht der ganze Schwamm. Und dann putze ich hier einfach den Rand. Hier ist irgendwas mit der Kamera. So, hüps. Und dann putze ich einfach den Rand hier entlang, ja. Und da, wo es hartnäckig ist, da schrubbe ich zwei-, dreimal drüber, weiche es auch erstmal ein. Ja, so. Und dann kriege ich den Rand super sauber. Normalerweise mache ich das in der Spüle und nicht hier am Rand, aber ich dachte mir, dass ihr das besser seht. So, wenn ich dann merke, ich brauche noch mal Paste, dann gehe ich einfach noch einmal hier drüber. Das Schwämmchen ist noch nass genug, um dann noch mal hier drüber zu wischen. Und die Pünktchen, die gehen alle ab, meine Lieben. Ja? Auch bei eurem Backblech. Ja, da findet man ja auch genau die gleichen Fettspuren. Das kriegt ihr alles ab, auch wenn die schon 100 Jahre alt sind, die Backbleche oder Formen oder Auflaufformen, ja, oder Edelstahlgefäße. Das kriegt ihr alles mit der Mikropaste ab. Natürlich ist es eine Fleißarbeit. Es kommt ja auch darauf an, wie lang das schon angebrannt ist oder wie oft das schon angebrannt wurde. Oder wie oft die Pfanne benutzt wurde, ohne dass sie mal gründlich sauber gemacht worden ist. Aber es geht ab. Ja. Und ich habe jetzt, seht ihr, durch das Wischen des Randes, habe ich ja hier diese Milch in Anführungsstrichen. Das ist ja auch die Mikropaste. Und die nutze ich jetzt, ja, tatsächlich, um mit meinem Spültuch, mit der Kratzecke, das ist übrigens ein uraltes Tuch, da war ist schon easy clean dran. Da war aber die Kratzecke noch kleiner. Das ist ja meine Erfindung. Da wollte ich ja, dass ACT mir diese Kratzecke hier dran macht. Das ist die Rückseite vom Multizweckschwamm. Dasselbe Material. Und damit ich nämlich beim Aufwaschen vom Geschirr auch gleich mal so eine Ecke habe und die kratzt nicht. Und dieses Tuch ist dann hervorragend geeignet, um jetzt die Innenseite der Pfanne sauber zu machen. So, gut ausringen. Dann falte ich das Tuch, damit die Kratzkante hier auf der Seite ist. Und dann wische ich hier einfach in der Innenseite herum und löse hier dann auch nochmal mit dem Rest der Mikropaste
das Fett, ja, oder hier in der Mitte ist ein bisschen angebrannt. Da kann ich dann mal mit der Kratzkante mal vorsichtig drüber gehen. Ja, da passiert gar nichts. So kannst du also auch deine Teflon-beschichteten Pfannen natürlich auch mit der Mikropaste wischen. Ja, die Flüssigkeit, die ihr ja in der Pfanne jetzt hattet, die ist ja aufgelöst, das ist ja in dem Sinne keine Schleifpaste mehr. So kannst du also auch deine Teflonpfannen wunderbar sauber machen. Dann einfach nochmal abspülen. Die Rückseite. So. Und fertig ist die Pfanne. Und ihr seht hier jetzt, wenn ich jetzt die Kamera wieder stillhalten kann, den Unterschied. Hier sind keine Pünktchen mehr zu sehen. Ja, die Pfanne ist innen sauber. Und es ist nichts mit der Beschichtung passiert. Und fertig. So. Nun habe ich noch eine Tasse hier stehen. Hier habe ich, kennt ihr bestimmt, die Teetrinker unter euch. Wenn die aus der Spülmaschine kommen, dann hat man hier die Ränder vom Tee. Das ist eine relativ neue Tasse. Aber ich weiß, dass es Tassen gibt, die sehen schwarz aus. Da könnt ihr auch mit ruhigem Gewissens mal mit der Mikropaste rein. Auch habt ihr gesehen, ich habe wieder zweimal nur darüber gemacht. Und einfach mal hier innen drin eure Tassen säubern, ja. Das geht wunderbar ab. Auch alte Teerflecken, ja genau. Auch alte Teeflecken, ja, wenn eure Tassen alle diese Teeränder haben, dann geht einfach mal mit der Mikropaste rein, wenn euch das natürlich stört. Es gibt ja auch Menschen, die stört das sich da nicht dran, dann ist das auch okay. Aber bei der schönen Tasse hier, da kriege ich die Teeränder auch wunderbar losgelöst mit der Mikropaste. So, meine Lieben. Guten Morgen. Wer guckt denn zu? Habt ihr Fragen, meine Lieben? Dann könnt ihr mir die gerne stellen. Ich bin noch einen Moment hier. Und ihr wisst ja, also es sind ja noch, diese Woche ist ja noch die Pastenwoche. Ich komme auch Mittwoch nochmal live bei YouTube. Und morgen werde ich den Backofen mal säubern. Ja, auch live wieder ungefähr zur gleichen Uhrzeit. Da will ich euch auch die Mikropaste nochmal zeigen und auch die Backbleche, wie ihr die säubert. Und dann habe ich noch vor, diese Woche auch mal ins Bad zu gehen. Habe extra mein Bad 4 Wochen nicht gereinigt, nicht geputzt, um euch zu zeigen, wie auch im Bad die Mikropaste angewendet werden kann. Und ja, ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr alles mit der Mikropaste putzen tut oder wo euch die Mikropaste auch überraschen tut. Ja, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich sag, viele von euch haben die Mikropaste zu Hause und denken gar nicht dran, dass sie für irgendein Schmutzproblem mal die Mikropaste ausprobieren können. Und die ist einfach so vielseitig anwendbar und sie ist so effektiv, ja, und sparsam. Diese 300 Gramm Dose, die ist so ergiebig und dabei auch noch effektiv. Gerade wenn wir überlegen, dass wir Schmutz lösen von der Oberfläche, ja. Wir lösen mit der Mikropaste Schmutz von der Oberfläche und nehmen ein super gutes Tuch, nämlich meine EasyClean-Tücher, die den Schmutz dann vollständig aufnehmen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, das haben viele Lappen gar nicht, ja. Die verschmieren eher den Schmutz. Und was noch dabei ist, ich habe eben noch gedacht, ich musste meine Arbeitsplatte hier nochmal drüber wischen, damit mein Laptop hier steht. Und dann habe ich auch meinen Spüllappen benutzt. Ich bin da schmerzfrei. Ich nehme diesen Lappen auch, um dann natürlich meine Arbeitsfläche und meine Spüle sauber zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich bin da schmerzfrei. Ich hatte
mal eine Bekannte hier, die hat gesagt, du kannst doch jetzt mit dem Spüllappen nicht auch noch hier deine Arbeitsfläche sauber machen und dann wäschst du wieder das Geschirr. Doch, ich kann das. Ich bin da auch ziemlich schmerzfrei, aber ich weiß, dass diese Lappen einfach auch unter fließend Wasser den Schmutz wieder lösen können oder loslassen können. Ja? Das haben viele, viele Tücher einfach nicht. Ja? Auch wenn du unter fließend Wasser ein Tuch ausspülen möchtest, so wie diese Schwammtücher, ja? Die lassen den Schmutz nicht komplett raus. Ja, das sind die schlimmsten Keimschleudern. Ja, da wäre ich ganz vorsichtig. Aber mit diesen Lappen und gerade die Spül- und Küchentücher, die sind ja dünner gewebt. Seht ihr, hier kann man durchgucken. Und das Küchentuch ist übrigens auch geriffelt. Auch prima, eine prima Eigenschaft, um Geschirr abzuwaschen. Die sind einfach super schnell trocken. Und das ist ja auch sehr wichtig, gerade in der Küche, wo ja das Tuch jeden Tag nass gemacht wird. Ja, das ist ja jeden Tag feucht und dann wird das einfach aufgehängt und fertig. Und die Kratzecke hier, die hilft mir halt wunderbar auch, wenn meine Arbeitsfläche schmutzig ist und da ist was angetrocknet oder Mehl, das wisst ihr auch alles, wie schlimm das trocknen kann, oder Paniermehl, wenn man die Schnitzel paniert. Dann ist die Kratzecke eben auch total hilfreich. So, meine Lieben. Die Gabriele schreibt, das mache ich auch so, genau. Sehr schön. So, habt ihr noch Fragen? Dann, wenn nicht, dann fahre ich nämlich jetzt ins Büro. Da habe ich noch jede Menge Arbeit heute. Und komme vielleicht heute Mittag auch noch mal live zum Thema Mikropaste. Mal gucken, wie es passt. Ja, einfach nur mal so quatschen über mein liebstes Reinigungsprodukt, ja, was für mich in jeden Haushalt gehört. Ja. Es ersetzt so viele herkömmliche Reinigungsmittel und du wirst überrascht sein, wie effektiv und sparsam sie ist. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Wochenanfang und bleibt schön putzmunter, ja, und danke fürs Zugucken. Tschüss!